Tinnitus, ein Rauschen, Klingeln oder Pfeifen im Ohr. Eine richtige Krankheit ist es nicht. Der Tinnitus kann auftauchen, wenn das Ohr überlastet ist, zum Beispiel bei Konzerten oder nach dem Disco-Besuch. Das kennt man noch, kennen sehr viele Menschen. Und hier ist eben die Ursache klar, es ist eine Überlastung der Hartzellen. Das Ohr war überlastet und das ist ein Warnsignal vom Gehirn. Es kann aber auch sein, dass eine dauerhafte Schwerhörigkeit vorliegt und dann diese fehlende Information, die von außen eben gar nicht auf das Ohr eindringen kann, vom Ohr und Gehirn verarbeitet wird und dann oben im Gehirn, im Hörkortex nennen wir das, zu einer Hörempfindung führt. Und gerade bei Menschen, die schwerhörig sind, die schlecht hören oder die sogar taub sind, ist Tinnitus ein häufiges Problem. Bei Susanne Fessen ist es der Fall. Schon in ihrer Kindheit tauchte der Tinnitus immer wieder auf. Am Anfang merkt man es gar nicht, weil man ja nicht weiß, ob das ein Geräusch von außen kommt oder was von innen ist. Man fängt halt dann an, während meiner Schulzeit, dass man dann die Freundinnen und Freunde fragt. Hört ihr da irgendwas klappern, rauschen, bis man dann irgendwann feststellt, man hat es selber. Ein Pfeifen oder Rauschen im Ohr. Auf Dauer kann das im Alltag ganz schön zur Herausforderung werden. Das bestätigt auch die Nürnbergerin. Es ist extrem belastend. Vor allem, weil man es auch nachts hat. Am Anfang, wenn man nicht einschlafen kann, weil das dröhnt oder scheppert oder klappert oder trommelt. Oder man wacht nachts auf. Ne? Das ist alles Sachen, dass man dann wirklich lernen muss, versucht, sich abzulenken, indem ich lese, indem ich Musik höre, den Fernseher anmache, mir selber laut vorlese, nur damit ich dann irgendwas höre oder mitkriege oder eben ablenken. Bei Patienten, die unter dem störenden Geräusch im Ohr leiden, ist zunächst eine ausführliche Diagnostik wichtig. Dabei soll unter anderem ausgeschlossen werden, dass die Ursache ein Tumor im Kopf ist. Bei der Diagnostik wird zuerst einmal geprüft, ob das Gehör, also alle Teile des Gehöres, funktionsfähig sind. Das fängt beim Außenohr an, massiver Cerumenfropf, also Ohrenschmalz, massiver kann schon Tinnitus machen. Der aber dann schnell wieder behebbar wäre. Die Schwingungsfähigkeit des Trommelfells wird getestet, das Mittelohr, die Gehörknöchelchen, die Beweglichkeit, bis hin zu Hörtests, die nicht nur eine Schwerhörigkeit darstellen, sondern auch die Verarbeitung auf der Hörbahn im Hirnstamm darstellen können mit elektrophysiologischen Methoden. Eine Therapieform, die den Tinnitus dauerhaft behandelt, gibt es nicht. Zunächst einmal muss man da akzeptieren, dass Tinnitus nur ein Phänomen ist und keine Krankheit. Das heißt, es gibt ganz viele Ursachen und wenn wir die klären, könnten wir auch kausal therapieren. Es ist im Moment nichts in Sicht an Therapieformen, die den Tinnitus wirklich wegmachen, die ihn beseitigen. Leider ist es hier so, dass alle 2-3 Jahre neue Therapieformen auf den Markt kommen, die erstmal vielversprechend sind. Ganz oft stehen da aber kommerzielle Interessen hinter. Und die Wirksamkeit der Therapien ist in der Regel vorher nicht gezeigt. Und dann verschwinden die auch nach 3 Jahren wieder. Im Universitätsklinikum Erlangen werden die Patienten darüber aufgeklärt, wie sie mit dem Tinnitus leben können. Die Menschen, die Patienten werden hier beraten in dem Sinne, dass sie sich mit dem Tinnitus anfreunden, dass sie den akzeptieren. Hier gibt es eine Tinnitus-Bewältigungsstrategie. Das kann man nicht einfach so in einer Hals-Nasen-Ohren-Uniklinik machen. Dafür gibt es Zentren, Kurkliniken oder Reha-Kliniken, die das eben in mehreren Wochen mit den Patienten machen. Susanne Fessen hat sich damit abgefunden und gelernt, im Alltag mit dem Tinnitus umzugehen. Ich hab's und ich krieg's auch wahrscheinlich nicht weg. Wenn ich heute mal einen Tag dabei habe, wo jetzt halt nichts so extrem ist, dass es nur leichtes Rauschen ist, dann bin ich eigentlich schon froh, dass man dann sagt, okay, heute ist in Ordnung. Stress verringern, entspannen und ablenken und damit das dauerhafte Ohrgeräusch in den Hintergrund rücken. Lernen damit zu leben und sich damit abzufinden. Nur so können Betroffene den Tinnitus ein Stück weit bekämpfen.